Elli und Ersam AG, ihr Autohaus mit Stil. Die Saison neigt sich langsam aber sicher am Ende zu. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Update vom FCZ TV. Noch genau zwei Spiele bis zum Schluss, das heisst Sion und Hei und Xamax auswärts. Ein Schluss, wo die meisten der Fans sicher nicht genug früh erwarten können. Denn diese Saison ist, was die Axpo Super League betrifft, sicher nicht das Gelbe vom Ei gewesen. Doch, wie man so schön sagt, will man mit einem positiven Gefühl in die Ferien. Der nächste Match gegen Sion ist enorm wichtig. Wir müssen schauen, dass wir endlich eine positive Reaktion können auf den Platz bringen können. Und zwar über 90 Minuten, nicht nur immer eine Halbzeit, sondern über 90 Minuten. Und dann schlussendlich auch einmal ein positives Resultat haben. Und ich denke, dann machen wir uns an die nächste Aufgabe an. Das ist Xamax. Weil das ist das letzte Spiel. Auch das gilt es noch positiv zu bestreiten. Und dann schauen wir mal, Bilanz ziehen. Über die ganze Saison, über die Rückrunde und dann wird vielleicht der ein oder andere entscheidend auf alle, wo wir uns eventuell müssten verstärken oder wo wir auch sagen, hey, das passt, da haben wir von unten rauf, wo wir Spieler können annehmen, also von dort her eins nach dem anderen. Wir haben jetzt die letzten Matches wirklich einfach versagt. Anders kann ich es glaube nicht sagen. Und die Reaktion steht noch aus. Und ja, nächste Donnerstag ist die nächste Gelegenheit. Und wir arbeiten tagtäglich daran. Ja, das ist richtig, das muss so sein, weil wenn gewisse Sachen nicht so gemacht werden, wie es müde gemacht werden, dann muss man intervenieren. Und das ist sicher richtig, dass das Urs Fischer und Harald Kemperle so machen. Plus müssen wir sicher auch unsere Spieler, die schon länger dabei sind, müssen wir uns ein bisschen an die eigene Nase nehmen und das selber ein bisschen auf dem Feld ein bisschen korrigieren. Um das positive Gefühl mitzunehmen in die Ferien, ja, da braucht es jetzt noch genau 6 Punkte. Wie gesagt, es wartet Sion die Heide, das sind die ersten 3. Und nachher gibt es noch 3 Auswärtspunkte, die gegen Xamax. Und dann dürfen wir in die Ferien. Grand Casino Baden. Baden.